Herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Inner Game, 52 Wochen, 52 Stories. Heute mit einem Trainer. Ich habe endlich mal einen Trainer am Start. Waren ja auch viele Fußballer und ja, immer mal wieder Techniktrainer und alles. Und jetzt mal ein Trainer, der in der Schweiz trainiert, der liebe Julian, hat eine sehr, sehr coole Seite aufgebaut, den Fußballtrainer-Blog. Super inspirierende Inhalte. Ich habe mir, als ich das gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass viele Mindset-Themen auch drin sind. Wir werden mal darüber sprechen, inwieweit es auch für Trainer wichtig ist, sich mental weiterzuentwickeln, weil letztendlich ja das auch entscheidend ist, damit sie den Fußballern und Fußballerinnen in ihrer Mannschaft weiterhelfen. Dementsprechend mal so diese Trainerperspektive freue ich mich extrem drauf. Ich schaue mal, ob der liebe Julien schon am Start ist und hole ihn dann direkt dazu. Der Fußballtrainer-Blog. Vielleicht folgt der ein oder andere der Seite schon. Ist auf jeden Fall ja, eine coole Möglichkeit, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Also auch wenn man jetzt kein Trainer ist. Fußballtrainer-Blog. So. Mal schauen, ob es klappt. Jetzt die Invitation. Das erste Instagram Live für Julien hat er gesagt. Bin schon mal gespannt. Jetzt passt es. Nur die Kamera Komm rein. So, jetzt gut. runterdrehen. Herzlich willkommen Perfekt. zu deinem ersten Instagram Live. Ja, ich muss mal kurz installieren, ein bisschen. So, perfekt. Hallo Julius. Top, freut mich, ey. Richtig cool. Wie geht's dir? Freue mich auch sehr. Ein bisschen lauter noch. So, perfekt. Cool, dass es klappt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Ich habe gerade gesagt, wir haben ja immer mal Techniktrainer und alles. Du bist ja Trainer von der Frauenmannschaft, Solothurn. Yes. Genau, auch noch nicht so lange. Ich habe im Artikel gelesen, ja, neue Seit Sommer. Aufgabe seit Sommer. Super, Seit super dem Sommer. spannend. Ja, sehr, sehr cool. Und warst ja auch selbst Spieler, oder? Du hast auch in der Schweiz gespielt. Wo hast du gespielt? Genau, aber nicht so hoch, nicht so auf einem hohen Level. Das ist Zweitliga interregional. Das ist ja so plus minus 5, 6 höchste Liga in Okay. Deutschland zu vergleichen, ist nicht so hoch. Das war bei meinem Stammverein Herzogenbuchsee sehr. Okay. Und hast bist dann eher in Genau. die Trainerrichtung gegangen, weil du gesagt hast, das begeistert dich auch. Genau, hat mich schon immer viel mehr fasziniert, Spiele zu schauen. Es ist schon, war schon eine Faszination, als ich in der Schule war. Auch da hatte ich schon immer gerne so Turniere organisiert oder eine Mannschaft zusammengestellt und hatte da schon eine Affinität dazu, ja, genau. Geil. Sehr, sehr cool, ja. Ich habe ja so ein bisschen was über dich gesagt. Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Einblick in deine Story geben, weil ich finde es immer total spannend, wie ist eine Person zu der Person geworden, die sie ist. So, also was ist so deine Geschichte auch im Fußball, die dich zu dem gemacht hat, der du heute bist? Boah, schwierig zu beantworten, würde ich mal sagen. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die da zusammen gepasst haben. Das ist dann irgendwie so, was man sich so entwickelt, sage ich mal. Also grundsätzlich ist es halt so, dass ich sehr, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite und halt da auch irgendwie, das ist ja das Schöne im Fußball. Du hast eigentlich eine ganze Mannschaft und gleichzeitig hast du immer das 1-zu-1, die 1-zu-1-Entwicklung. Und das sind so viele Beziehungen, die eigentlich die einen mit richtig guten Emotionen erfüllen. Und das kommt manchmal so ein bisschen, wenn man so denkt, nur Trainer. Das ist eigentlich wirklich so, in so vielen individuellen Menschen hat man dann Einblicke und kann man die mit ein paar Prozent entwickeln. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert, schon früher, also auch mit Gesprächen. Ich merkte da immer so, ich habe mich immer sehr fasziniert an dem anderen Individuum. Und ja, deshalb bin ich dann irgendwie auch mal Lehrer und Trainer geworden, weil mich das halt einfach extrem fasziniert, ja. Geil. Ja, ich finde das total cool, wie du das beschreibst, weil ich glaube, auch heutzutage wird das genau immer wichtiger. Also ich habe zum Beispiel auch Jürgen Klopps Buch gelesen, und auch von Norbert Elgert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch von der Von Schalke Schalke, oder? Ja. Knappenschmiede, genau. Und Genau. der sagt ja auch, ein Trainer ist ja heutzutage nicht mehr nur ein Trainer. Ein Trainer ist ja heute Motivator, guter Freund, manchmal auch jemand, der so ein bisschen pushen darf. Also ein Trainer hat ja so viele Rollen. Und um ein guter Trainer zu sein, ja, gehört schon einiges so dazu, oder? Absolut, finde ich auch. Und ich finde auch spannend, es gibt ja verschiedene Rollen, die man eigentlich so
die einen am meisten faszinieren? So, bist du der Entwicklungstrainer, bist du der Output-Trainer? Sag jetzt mal so Trainer bei Real Madrid, da musst du nicht groß der Entwicklungstrainer sein, sicher auch ein wenig, aber da musst du das Gefühl haben für, wie kann ich meine Mannschaft zum Tag X am bestmöglichen aktivieren, dass sie einfach gewinnen, sage ich jetzt mal. Und dieser Norbert, also ich habe mal ein bisschen einen Beitrag gehört über ihn, aber ich denke, er hatte sehr viele Talente in die erste Mannschaft gebracht und ich denke, der ist jetzt voll der Entwicklungstrainer. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen auf dem Prozess. Ich möchte gerne mehr Output sein, aber mich fasziniert mehr der Input. Und das ist so, ja, es ist immer so ein schmaler Grat, wo man sich drauf bewegt. Und ich erfreue mich dann halt immer ab so Kleinigkeiten. Wenn du irgendwie einen Plan hast, so sage ich mal, im Spiel keine Top-Chance zuzulassen, und dann geht das irgendwie auf und du weißt, du siehst Dinge, die du trainiert hast. Und obwohl du dann vielleicht 0-0 spielst, sage ich jetzt mal, oder? Und der Output nicht stimmt, aber trotzdem erfüllt das einem irgendwie in der Ebene keine Top-Chance zugelassen. Trotzdem. Ja. Und da möchte ich mich jetzt ein bisschen weiterentwickeln, dass ich mehr Output werde. Interessant. Ich habe auch letztens, ich glaube, war das in einem Podcast, habe ich auch irgendwie die Frage gehört, so, hey, lieber 1-0 gewinnen und Scheiße spielen oder 0-0 oder vielleicht sogar 1-0 verlieren, aber ein Top-Spiel gemacht, wo man das umgesetzt hat. Wo würdest du sagen, was ist dir als Trainer wichtiger? Maximal komplexer Spaß. Also ich weiß nicht. Ja, schlussendlich die Faszination, als ich zum Trainer, also als Trainer-Business kam, war immer so eine Idee und diese umsetzen oder ein Team sehen und dann das Bestmögliche in der Entwicklung eines jeden Spieler oder Spielerin rausholen und trotzdem das Ganze im Kopf halten. Deshalb ist es für mich ziemlich schwierig, diese Frage zu beantworten. Rein unbewusst momentan, und das nervt mich ein bisschen, erfreue ich mich noch mehr an einem guten Spiel. Aber ich habe mich da auch schon entwickelt, glaube ich. Ich habe mich da wirklich auch bewusst, ich wollte das bewusst entwickeln. Und da habe ich auch viel von Pressekonferenzen von Trainern mir angehört und wollte erfolgreiche Trainer zuhören. Was haben sie bei der Rhetorik anders oder was machen sie anders? Genau, und deshalb Stand heute ist es noch 50-50, würde ich sagen. Ja, weil der Fußball ja dann schon irgendwo ein Ergebnissport ist. Also Genau. ich finde, das ist auch manchmal so auch die, was heißt Gefahr, das ist gut, so die Herausforderung. Ich habe das viel mitbekommen, auch in der gerade so in dem NLZ oder in so Leistungszentren, wo es für die Trainer natürlich auch darum geht, also viele Trainer, die wollen natürlich auch nach oben kommen und müssen dann auch irgendwo auf die Ergebnisse schauen. Also die müssen darauf schauen, dass die Mannschaft spielt, die sie am ehesten zum Sieg bringt, weil natürlich auch der Trainer was davon hat, klar auch die Mannschaft. Und Absolut. manchmal ist es aber dann auch so, dass Spieler, die vielleicht ein Potenzial haben, aber es in dem Moment nicht leisten können, so ein bisschen hinten dran sind. Genau. Also weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Aber da finde ich halt wieder der erste Punkt, das mit der Beziehung. Ich finde, wie mehr du ein Vertrauen, also das Fundament ist natürlich die Kompetenz, dass dir eine Spielerin, ein Spieler auch vertraut und glaubt, was du der Mensch sagst. Und ich denke dann, bin auch der Überzeugung, nach jetzt ein paar Jahren Trainer, dass du das Individuum am besten entwickeln kannst, wenn es dir eigentlich wirklich fast blind glaubt. Und das sage ich nicht, der muss, also ich liebe, wenn sie hinterfragen, wenn sie Gründe haben wollen, weil das macht ja mich auch kompetent, wenn ich darauf antworten kann, und nicht kompetent oder inkompetent, wenn ich darauf keine Antwort habe. Und deshalb sage ich immer meinen Spielern oder Spielerinnen, frag mich jedes Detail und ich will eigentlich immer eine Antwort haben. Und wenn ich diese nicht habe, dann bin ich nicht kompetent in diesem Bereich. Und das möchte ich halt immer maximal minimieren. Und deshalb zu deiner Frage finde ich, auch gerade im Nachwuchsbereich kommt dieser Punkt Beziehung. Aus meiner Sicht, ich habe jetzt ein paar Spitzenverein in Spitzenvereine reinschauen können in der Schweiz. Und das habe ich immer wieder mit Gesprächen raushören wollen. Weshalb legt man nicht viel mehr Wert auf Beziehung? Das ist für mich immer noch ein bisschen ein Rätsel. Weshalb da nicht mehr Gewicht drauf gelegt wird, ja. Ja, wenn ich mich so an mich erinnere, ich war auch ein Spieler, der sich
gerade körperlich langsamer entwickelt hat. Ich war nicht so groß damals in der Jugend. Ich war technisch gut, aber hat es dadurch halt natürlich immer schwer, weil wenn dann ein Spieler war, der ein Kopf oder zwei größer war und einfach schneller, robuster, stärker war, der hat natürlich eher gespielt. Ich hatte an Genau. sich aber so diese Technik und ich weiß noch, dass mich das immer total frustriert hat, dass ich dann nicht so viel gespielt habe, obwohl ich halt auch voll viel gemacht habe. Und mein Papa hat mir schon immer gesagt, ey, irgendwann, da zählt nicht mehr, ob du, also der, klar, die Kraft und das Athletische macht natürlich einen Unterschied, aber der größte Unterschied wird irgendwann das Fußballerische sein. Und es war interessant, als ich dann, ich wurde aussortiert vor der U19 bei Wien Wiesbaden. Und da kam nämlich ein Trainer hin, der sehr viel auf große, robuste Spieler gesetzt hat. Und ich habe es damals, habe einfach nicht in die Philosophie gepasst. Ich habe aber nachher mit am höchsten gespielt von dem Jahrgang, obwohl ich damals nicht in die U19-Bundesliga übernommen wurde, sondern den Zwischenstep gegangen bin und mich dann halt erst entwickelt habe in einem anderen Umfeld. Also deshalb ist es, ist es eine total, total schwere Frage. Genau diese Qualitäten nenne ich Hidden Qualities, so die versteckten Qualitäten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Ich meine, du musst nicht ein guter Trainer sein, um zu erkennen, ob einer eine gute, ausgeprägte Muskulatur hat, ob er groß ist, ob er kräftig ist, ob er im Zweikampfduell mit Härte gewinnen kann. Das kann jeder sehen. Ich finde, die Qualität eines guten Trainers ist, so die kognitiven Qualitäten zu erkennen. Und diese bestmöglich herauszuheben, dass das Spotlight so quasi, dass man die dann zentraler sehen kann. Und das finde ich auch sehr ein spannender Punkt. Ist in deinem Beispiel, also kann ich mir vorstellen, dass du dann gar nicht dieses Spotlight erhalten hast vom Trainer, weil dieser Trainer halt gar nicht irgendwie dich gesehen hat oder das Unsichtbare, das Versteckte gesehen hat. Und da denke ich, liegt noch sehr, sehr viel Potenzial. Und da kommt wieder der Punkt zurück, da brauchst du Beziehung. Beziehung, Verständnis, Diskussionen auf Augenhöhe, Frage, Antwort, und dann hast du wieder einen Step vorwärts. Und das finde ich momentan so im Nachwuchsbereich in der Schweiz bei uns, fehlt das ein bisschen, finde ich. Also nicht überall, aber das, was ich erleben konnte, durfte. Absolut, absolut. Also ich glaube, mir hätte es auch total gut getan, wenn mir einfach ein Trainer das mal gesagt hätte auch. Also mein Papa hat es mir damals gesagt, aber manchmal nimmt man ja von Eltern dann nicht das so 100% an oder so, keine Ahnung. Also im Nachhinein, klar, habe ich es verstanden, aber hätte mein Trainer mir damals gesagt, hey, klar, du bist körperlich aktuell noch nicht so weit wie manch andere und deshalb sind die natürlich schneller und alles, verpasst was, was man irgendwann nicht mehr lernen kann. Die Technik, Absolut. die Links, die Beidfüßigkeit und alles, das habe ich halt gar nicht gesehen. Deshalb, ja, wenn ich heute auch Spiele schaue, dann sind es ja manchmal so diese Kleinigkeiten. Wie nimmt jemand, wie hat jemand den ersten Kontakt? Wie nimmt er den Ball mit Absolut. in die Absolut. Spielrichtung, sage ich mal, oder wie Genau. positioniert er sich und so. Das fällt ja dann nur denen auf, die wirklich dann auch Ahnung haben und darauf schauen, so. Absolut. Und da kommt ja das Modell, ich liebe dieses Modell von der Entwicklungspsychologie, so dieses unbewusste Inkompetenz. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Und dieser Punkt, also ich sage jetzt mal, also ich erkenne auch noch lange nicht alle Inkompetenzen bei Spielern oder Spielerinnen, aber ich finde, da ist oft das Problem, dass viele Trainer das gar nicht erkennen. So, was macht er überhaupt falsch und weiß er überhaupt, dass er oder sie es falsch macht? Und da finde ich so einen spannenden Punkt, wenn man da diese unbewusste Inkompetenz den Spielerinnen oder dem Spieler sagen kann. Und dann kann man erst schauen, wie viel kann er oder sie von dem eigenen Potenzial rausholen. Und dann kommt die bewusste Inkompetenz. Also ich weiß schon, okay, da bin ich nicht gut. Und dann kommt der kognitiv interessanteste Prozess. Will ich das wirklich verändern oder bleibe ich bei meiner Intuition? Bleibe ich dabei? Nein, 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 geht schon. Ich mache jetzt den Tunnel in der Mitte oder weiß auch nicht was. Obwohl er eigentlich für das Spiel nicht sinnvoll ist, weil wenn er nicht funktioniert, dann läuft der Gegner auf die Abwehr zu oder ja, einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und da finde ich das Coaching in diesem Bereich dann am spannendsten so. Ja. Interessant, ja. Das heißt, unbewusste Inkompetenz, man weiß es, man kann es nicht und man weiß nicht, dass man es nicht kann. Genau. Bewusste Beispielsweise, wenn du Inkompetenz. nicht weißt, dass du den anderen Innenverteidiger absichern musst und welche Distanz du eigentlich ideal benötigst, dann kannst du es auch nicht richtig machen, außer durch Zufall. Und Zufall ist ja immer etwas, was man minimieren will. Und Genau, genau. das ist so dieser Punkt, oder wenn du selber von deinem Trainer damals nicht hörst, was du überhaupt falsch machst, dass
er dich besser findet, dann bist du eigentlich in diesem Bereich unbewusst inkompetent. So. Und das finde ich schon Genau. spannend, ja. Irgendwann wird man dann bewusst inkompetent, wenn man weiß, was es ist, woran man dann arbeiten kann, und dann diese Entscheidung, okay, ich will daran arbeiten. Genau. Dann gibt es ja noch zwei andere, die unbewusste Kompetenz. Die Was bewusste ist, Kompetenz genau, und unbewusste die und unbewusste. bewusste, genau, was ist dann mit denen, die unbewusst kompetent sind, also die es zwar gut machen, aber nicht wissen, so, also Intuitiv. die einfach Spann spannende intuitiv. Frage. Das ist ja das Intuitive eigentlich, wenn du unbewusst richtige Dinge machst oder wenn du einfach kognitiv, ich weiß nicht, ich hatte einen Spieler bei meinem letzten Verein, der ist einfach kognitiv, war er einfach wirklich auf einem Level, das ist, habe ich noch selten erlebt. Er heißt Yannick Blattmann, vielleicht hört er sich das an. Und der hat intuitiv Entscheidungen, die waren einfach auf einem Level, das ist unbeschreiblich. Ich habe da auch ein paar Videos von ihm auf meinem Channel, der hat Dinge gesehen, die kannst du nicht lernen. Der hatte zum Beispiel bei den tödlichen Pässen Timing, Präzision und Dosierung. Diese drei Dinge entscheiden eigentlich, ob du einen tödlichen Ball spielen kannst. Und er hat das Timing, die Präzision und die Dosierung. Wenn er wirklich in einem guten Flow war, hat er die perfekt gespielt. Und jetzt kannst du es lange analysieren. Weshalb macht er das? Und da wollte ich ihm nie reinsprechen. Ich habe klare Idee, wenn ich spielen will. Und durch ihn, unter anderem, habe ich gelernt, nein, es muss nicht jeder Spieler immer den hinteren Fuß nehmen, Pastischtanzen auf 10, 12 Meter einhalten. Wenn du einfach intuitiv eine Liga bist, wo du für dich bist, dann ist es auch meine Qualität oder muss ich meine Qualität dann haben, dass ich diesen Spieler dann auch so lasse in dieser unbewussten Kompetenz. Er macht es einfach richtig. Und das finde ich spannend. Das habe ich so im letzten 2,5 Jahren so erlernt für mich selber. Weshalb etwas, was ich will, wenn es vielleicht anders besser ist. Oder so. Ja, spannend. Aber ich sage auch, offensiv ist sehr viel unbewusst kompetent. Aber defensiv kann man eigentlich mehr oder weniger läufst du eigentlich fast immer dieses Muster durch, mehr oder weniger, dass du das zuerst nicht kannst, weil irgendwann musst du ja lernen, wie du verteidigst. Die wenigsten Spieler können einfach verteidigen, also sage ich jetzt mal auf einem gewissen Level, oder? Aber offensiv ist sehr viel Intuition auf höchstem Niveau, ja, denke ich schon. Jetzt eröffnet sich so für mich die Frage, weil ich das auch manchmal mit Spielern bespreche. Dann kommt natürlich noch die bewusste Kompetenz, also du weißt, was du gut machst. Das Und ist der ich dritte glaube. Schritt eigentlich. Der dritte, die unbewusste Kompetenz ist ja der Schluss dann. Ah, okay, dass du es irgendwann weißt und dann intuitiv Dass du es anwendest, einfach wenn du machst, nicht dass du, drüber nachdenkst. genau, das Ziel ist es ja eigentlich, dass du intuitiv, wir machen im Leben ja so viel intuitiv und wie festgefahren wir sind, das habe ich auch mal getestet bei meinem letzten Verein. Ältere Spieler bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass sie an Flexibilität verlieren und intuitiv viel, viel schwieriger neue Dinge lernen. Also es ist jetzt einfach mit einer Mannschaft die Erfahrung. Jetzt bin ich jetzt gespannt auch bei Frauen, wie das ist. Und deshalb reizt mich auch diese Challenge neu, dass das Heben einer Frau, was doch ein bisschen anders konzipiert ist, sage ich mal, können Sie in einem Alter auch intuitive Dinge verändern oder lassen Sie sich verändern? Einfacher als beim männlichen Hirn oder nicht einfacher? Und das sind so Punkte, wo ich dann auch sage, okay, dieser Spieler, jetzt meine Erfahrung ist 33, was auch immer, er hat intuitiv, spielt er vielleicht nicht das, was ich genau will, aber das, was er intuitiv kompetent macht, ist gut und geht meistens auf. Verändere ich jetzt das oder sage ich nur dem 18-jährigen Spieler daneben, nein, ich möchte es nicht, dass du es so machst. Es ist manchmal ganz schwierig, das dann zu erklären. Aber ich habe so, meine Erfahrung ist, wie älter ein Spieler wird, wie weniger flexibel ist er, die neue Dinge lernen und wie mehr lasse ich seine Intuition. So, ja. So ein bisschen, das ist provokativ, aber eine Frage, die mich jetzt so beschäftigt: Wenn man unbewusst kompetent ist, dann macht man intuitiv viele Dinge. Und das ist ja so manchmal im Flow, wo man einfach eigentlich gar nicht mehr Genau. nachdenkt. So, das ist ja top, gerade so auch in der Vorbereitung oder so, wenn man allerdings dann bewusst kompetent ist. Ist das nicht dann der Weg, um es, ich sag mal, konstante zu machen, zu wiederholen, wenn man nicht nur
intuitiv, Ja, wie genau. es funktioniert, sondern ich weiß, was es, wann es wie funktioniert und ich bin so bewusst, dass ich es immer wieder anwenden kann. Genau, aber dann denkst du ja noch bewusst, du denkst nicht unbewusst. Und das Ziel ist ja, unbewusst zu denken, also beispielsweise Autofahren. Du denkst nicht immer so, jetzt schalte ich, so, jetzt blinke ich, jetzt mache ich. Du bist unbewusst mit dem Prozess so eins, dass du andere Dinge machen kannst. Und so sollte es ja im Fußball sein. Also ich habe zum Beispiel, sag jetzt mal, ein Prinzip von mir ist im Spielaufbau eigentlich auf Vertikalität zu verzichten, vertikale Pässe. Außer der Passempfänger und die Passempfängerin ist so frei, dass sie sich wirklich auf 180 Grad drehen kann und keinen Druck hat. So, das ist dann so in der Überlegung. Und wenn du das dann plötzlich so in deinem Spiel hast, dass es dann unbewusst kompetent ist, dass du dann nicht mehr an das denken musst, dass du schon so wie ein rotes Ding hast, oh nein, diese Person vertikal ist gedeckt in ihrem Rücken, ich mache das nicht, bist du viel schneller gedanklich in der nächsten Entscheidung. Also du musst nicht mehr im Prozess sein, hey, ich weiß jetzt, dass ich da nicht spielen soll. Es passiert einfach. Und deshalb denke ich, also ist es mein Ziel, die Spielerinnen in vielen Bereichen, es gibt ja unzählige Bereiche im Fußball, was du verändern und verbessern kannst, so oft unbewusst kompetent machen, damit sie wieder Overload so etwas draufladen können, was sie neu erlernen können. Das ist so das Ziel. Und trotzdem gewisse Eigenschaften und Eigenarten oder Eigenschaften, sage ich mal, so stehen zu lassen, obwohl sie vielleicht nicht genau nach meiner Idee sind. So. Und das finde ich brutal spannend. Das liebe ich. So dann die Balance zu finden, was lässt und was nicht, oder? Richtig, richtig geil, ja. Genau. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn. Je mehr du natürlich, je mehr Erfahrungen du gesammelt hast, irgendwann hast du auch genug Möglichkeiten schon mal gesehen und kannst dich da eher auch auf deine Intuition so verlassen. Ja. Und Genau. ein spannender Satz dazu. Ich habe mal mit Ivica Banovic gesprochen, der war ja auch bei Bremen, hat Double gewonnen, also lange Fußballprofi aus Kroatien kam er. Und er hat gesagt, und das fand ich, ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, der hat gesagt, im Fußball schlägt die Intuition die Intelligenz. Ja, Also, das finde ich sehr weißt du, spannend. ich meine, so intuitiv spielt und Aber nicht mehr genau, aber nachdenkt. ich finde noch, genau, finde ich mega spannend, aber jetzt kommt noch der Bereich vom Flow dazu. Und ich finde, Flow ist nicht gleich Intuition. Ich finde, Flow ist mehr, das haben wir alle im Leben. Also du kannst das Spiel ganz einfach sein oder ganz komplex. Und mein Ziel ist es immer, dass jede Spielerin oder jeder Spieler in den 90 Minuten den bestmöglichen Flow hat. Und wie erreichst du Flow? Sagen wir mal im Vergleich das mit deinem Tagesablauf. Wie erreichst du Flow? Indem, dass du genügend schläfst, dass du aufstehst und schon mal ein gutes Gefühl hast. Dann gehst du weiter, begegne Menschen, die dir gut tun. Dann bist du selber besser gelaunt, bist du besser eingestimmt. Das gibt dir ein besseres Gefühl. Du wirst sicherer, der Tag beginnt besser. Und wenn du den Problemen, also ich sage nicht aus dem Weg gehst, aber wenn du viele positive Dinge hast, bist du wie gestärkter und bewusst. Und genau das ist das Gleiche im Spiel. Wenn du Vertrauen gewinnst, durch ganz, ganz viele Kleinigkeiten gewinnst du einen Flow. Gewinnst du einen Flow. Und wenn du mal Flow hast oder Momentum, finde ich, ist ein Synonym, dann Vollgas auf Intuition. Dann Vollgas auf Intuition. Und Sehr, das ist sehr so geiler Punkt, ja. dieser Bereich, den ich immer versuche anzustreben. Vor allem im Offensivbereich. Mach einfach Absolut. dann, wenn du den Flow hast, das ist, ich vergleiche das immer mit einer Schaukel. So, das Anstrengendste ist eigentlich das Schwung, 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 Schwung. Und wenn du Schwung hast, ist es das Einfachste, den Schwung zu halten. Aber es bedingt halt, dass du das weißt. Dass du weißt, Flow und Momentum ist kein Geschenk. Das erarbeitet man sich. Und wenn du Flow und Momentum hast, dann Intuition. Richtig, richtig gut. Sehr, sehr geiler Impuls. Also genau das ist das, was ich auch mit den Spielern immer bespreche, weil oft denkt man so, ja, der Flow ist so zufällig, ist es Nee. aber nicht. Also man kann ihn vorbereiten. Und in dem Zusammenhang sage ich oft so, dass das Spiel beginnt, bevor das Spiel beginnt. Also Ja, bevor das Spiel beginnt absolut. eigentlich, baust du, wie du gesagt hast, du baust dir diese ganz gesunde Ernährung, genug Schlaf, gewisse Absolut. Routinen, alles Punkte, wo du Vertrauen aufbaust. Und es gibt ja diesen Flow-Kanal zwischen Fähigkeiten und Anforderungen. Und in der Mitte ist ja dann so der Kanal, wenn Fähigkeiten und Anforderungen übereinstimmen.
Und das, was du gesagt hast, baut ja Vertrauen auf, baut ja Vertrauen Genau. in die eigenen Fähigkeiten auf. Absolut. Und Genau. dadurch bist du auch höheren Anforderungen gewachsen, wenn du mehr Absolut richtig. Überzeugung in dich selbst hast. Deshalb ist das eigentlich, Ganz ich genau. spreche da oft auch von State Management, also wenn du im richtigen Zustand bist, mit all den Dingen, die du auch angesprochen hast, kommst du leichter in den Flow. 100%. Und ich sage sogar eben, ich habe immer in meinen Spielen gesagt, Flow schlägt Qualität. Wenn du einen Spieler hast, der vielleicht ein bisschen schwächer ist als der andere, aber der andere hier hat viel, viel mehr Flow, viel mehr Flow, dann ist er einfach ein besserer Spieler. Und jetzt kommen wir auch zu einem ganz spannenden Punkt. Er ist vielleicht nicht der bessere Fußballer, aber der bessere Spieler. Und das ist für mich ein kompletter Unterschied. Ich habe da auch mal einen Blog dazu geschrieben, dass eigentlich ein guter Spieler trifft maximal gute Entscheidungen auf dem Feld. Er kann seine Fähigkeiten dem Spiel richtig einbringen. Also ich sage jetzt mal, ein brutal talentierter Spieler, der nur dribbeln will, ist ein Riesenfußballer, aber noch lange kein guter Spieler. Und oft scheitern genau diese guten Fußballer, weil sie nicht checken, wie das Fußballspiel funktioniert. Weil sie denken, ich muss scheinen, ich muss da in diesem Raum dribbeln, obwohl es dem Spiel nichts bringt. Und dann denken sie, oh, ich kann 1000 übersteigen, ich bin blitzschnell. Aber wo ist hier? Wo ist das der Gedanke fürs Spiel? Und deshalb sage ich, du musst nicht zwingend ein guter Spieler, es hört sich ein bisschen, natürlich auf einem gewissen Niveau musst du schon Qualität haben. Musst nicht zwingend ein guter Fußballer sein oder ein Top-Fußballer, aber du musst verstehen, dass du ein guter Spieler sein werden kannst. Ja, geil. Habe ich noch nie gehört. Unterscheidung Fußballer versus Spieler. Richtig interessant, ja. Sehr, sehr cool. Man merkt schon auch, und auch auf deinem Profil, auf dem Fußballtrainer-Blog, merkt man schon, dass du viele Dinge auch weitergibst, die auch so mit dem Mindset so zusammenhängen. Auch das, was wir jetzt ja gerade besprochen haben. Und du hast zum Beispiel auch bei deinem letzten Post, wo du über Leadership-Qualitäten gesprochen hast, zwei geile Punkte genannt, die will ich nochmal hervorheben und nochmal so deine Gedanken dazu haben. Du hast nämlich gesagt, Punkt Nummer 4 von Leadership-Qualität, sei dein größter Kritiker und Punkt Nummer 5, sei dein größter Supporter. Also beides, was genau meiner Philosophie auch entspricht. Was sind da deine Gedanken zu? Genau, also ich sag mal, ich habe immer gesagt, ich habe für mich ist es immer wichtiger, Zeit zu gewinnen in der Entwicklung. So, das ist immer das Spannendste. Und wie selbstbewusster du bist, sage ich mal, oder wie kritischer du bist, wie schnell kommst du vorwärts. Also wenn du zum Beispiel ein schlechtes Spiel machst oder irgendwie du spielst nicht, du bist auf der Bank. Und wie kritischer du mit dir umgehst, weil es muss ja irgendeinen Grund haben. Es liegt nicht an dem und diesem. Es muss einen Grund haben. Und wie kritischer du bist, wie leadership-mäßiger kannst du dich entwickeln, weil du weißt dann genau, okay, diese Punkte stimmen nicht, ich verbessere diese. Und gleichzeitig musst du dich immer wieder supporten, als Trainer, du verlierst dein Spiel. Und du musst einfach dann wieder sagen, hey, bist du wirklich so gut, wie du denkst oder nicht? Und deshalb musst du dich wie supporten und sagen, hey, okay, Niederlagen gehören dazu, scheißegal. Jetzt geht's weiter. Und ich pushe mich wieder, dass ich halt wieder einen Schritt vorwärts komme und rückblickend sage, zum Glück ist mir das passiert. Zum Glück bin ich da gescheitert. Ich habe mich wieder gepusht. Ich habe mich wieder supported. Und jetzt bin ich wieder hier. Weil als Trainer wie auch als Spieler muss man immer verstehen, Fußball, wenn es um Leistung geht, hast du immer eine Dynamik. Gut, schlecht, gut, schlecht. Und wenn es gut läuft, nice, Support, Support. Oder kritisch auch sein, wenn es schlecht läuft, kritisch und Support. Und das ist jetzt auch, ja, das mache ich immer wieder. Ich liebe das, wenn irgendwie jemand nicht zufrieden ist mit meiner Entscheidung oder wenn ich ein Spiel verliere oder so, dann sage ich, dann will ich Gründe finden, die nicht gut sind von meiner Seite. Und das ist immer, ich finde, ich habe letztes Mal auch gesagt, es hört sich manchmal ein bisschen schizophren an, aber Niederlagen machen mir manchmal Spaß, also ich möchte lieber gewinnen, klar, aber Niederlagen machen manchmal Spaß, weil ich denke, ich hatte einen Plan, der ist nicht aufgegangen. An was liegt es? So, jetzt überlegt. Und das finde ich halt einfach, da bin ich dann kritisch. Genau. Und ja, deshalb so diese beiden Punkte. Sehr geil, ja, feier ich übel. Also richtig, richtig cool. Ich glaube, dadurch kommst du halt einfach auch schneller voran, wenn du beides hast. Also, Ja, finde ich auch. und es gibt ja unterschiedliche Spielertypen. Manche, die sind so abgehoben und denken, die machen nie was falsch. Ich war damals eher jemand, der gedacht hat, ich mache viel zu viel falsch und habe immer den Fokus. Also ich war eher dann der größte Kritiker und diese Balance zwischen beiden.
Genau, bringt das es am alles ist meisten alles voran. Balance. Das ist genau der Punkt. Und ich sage auch, in der Entwicklung von Leadership gibt es eigentlich, ist es, das kommt im Nachwuchs vielfach auch für mich, für mein Bedürfnis. Ich will da nicht zu kritisch sein, aber ich bin halt einfach ehrlich. Die Entwicklung der Persönlichkeit, der eigentlich der Charaktereigenschaften, die entscheiden, wie gut du wirklich wirst, die kommen zu kurz. Oder so die kontinuierliche Willensstärke, dass man die immer pusht, die geht noch so. Aber die Selbstwirksamkeit, pushe die Spieler oder Spielerinnen dazu, dass sie entscheidende Aktionen machen wollen. Und wenn sie scheitern, denken sie, egal, ich mach's wieder. Dorthin muss man Nachwuchsspieler pushen. Ja. Pushe sie zur Geduld, dass du kannst, wenn eine Pflanze ein Nachwuchsspieler ist, und dann sagst du immer, komm, wachs, wachs, wachs. Die Zieh Pflanze dran, ja. gedeiht einfach nicht geil. Aber wenn du sagst, okay, heute ist vielleicht nicht der optimale Tag, Geduld, Reflexion, ba, 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 ba. Und diese Punkte, finde ich, kommen oft zu kurz. Wenn ich habe viele Nachwuchsspieler zu mir geholt, in den letzten paar Jahren bei meiner Mannschaft. Und das war so spannend, oder? So viele Punkte, null Selbstregulation. Also die hatten, die kamen, sie hatten eine Zerrung, trainierten voll durch. Ich sagte so, du läufst nicht mehr so ring, was ist los? So, ja, nein, ich habe nichts. Doch, du hast es. Ja, Zerrung, oder was ein bisschen so. Und das haben sie nie getraut zu sagen. Wie willst du Mindset schön gedeihen, wenn du dich nicht trauen kannst, auch zu sagen, im Dialog mit dem Trainer, momentan, heute möchte ich vielleicht zwei, drei Einheiten auslassen, weil es bringt mir mehr. Da gibst du am Spieler, der Spielerin viel mehr Wert, weil sie mit entscheiden kann über die eigene Entwicklung, über die eigene Entwicklung mitbestimmen. Und das finde ich für mich elementar, dass du das bestmögliche Potenzial rausholen kannst bei einer Spielerin oder bei einem Spieler. Und wenn du immer sagst, mach, 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 und vielleicht bist du müde, vielleicht weißt du nicht, was alles ist. Und das sind so Punkte, die man, finde ich, schon im modernen Entwicklungsalter optimieren könnte. Ja. Ich denke auch, also auf jeden Fall richtig cool, auch was du dafür, ja, im Endeffekt mentale Dinge auch mit reinbringst. Und das zeigt, wie anspruchsvoll der Trainerjob ist und wie cool du dich, also wie weit du dich da auch schon mit beschäftigt hast. Und deshalb extrem geil. Was hatte ich denn noch so auf meiner Liste? Ich habe generell noch so zu der Frage, Fußballtrainerblock, wie kam es dann dazu, dass du diesen Fußballtrainerblock dann aufgebaut hast? Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit rein. Also wo kann man das auch finden? Und wenn jetzt hier ein Trainer dabei ist, der sagt, richtig spannend, ich will da mehr drüber erfahren, wo können die das sehen? Also grundsätzlich sind so mehrere Punkte, die irgendwie dazu gespielt haben. Einerseits mache ich es einfach mega als Leidenschaft. Für mich ist Das wirklich merkt so, man. Fußball ist eigentlich alles für mich. Oder Entwicklung. Ich bin ja auch Lehrer und auch da Entwicklung der Kinder und Entwicklung von Menschen und da im Austausch zu sein, das Bestmögliche von einem Individuum rauszuholen, das erfüllt mich einfach, ja, mit brutaler Energie und unglaublich viel Freude. Das ist mal ein Grund. Der zweite Punkt war eigentlich, dass ich meine Mannschaft damals pushen wollte, im Gedanken, dass ich durch das auch, meine Zielgruppe waren so Nachwuchsspieler. Wir waren in der Drittliga, es ist nicht so eine Superliga, sage ich mal, eher ein bisschen tiefer, so meine erste Aktivtrainerstelle. Und ich wollte durch gute Trainingsvideos, Nachwuchsspieler zeigen, dass es interessant ist in unserer Mannschaft. Und ich habe dadurch mehrere Spieler eigentlich gewonnen, weil sie da, ich habe dann Clever, gesehen in der Story, wer verfolgte. Und dann konnte ich sehen, okay, dieser Spieler ist vielleicht interessiert, findet das cool, ich kann ihn mal angehen über den Verein, gehen das Spiel schauen von ihm, ah, der passt zu uns. Das war ein weiterer Grund. Dann war ein weiterer Grund, dass ich eigentlich regional so bei uns Individualtrainings anbieten wollte. Eigentlich wollte ich da gar nicht Geld verdienen, aber mehr einfach wieder die Leidenschaft zur Entwicklung, dass ich halt irgendwie so eine manchmal schon fast Besessenheit habe, Spielerinnen und Spieler zu entwickeln, und habe dann auch gemerkt, okay, du kannst mit diesen Trainings auch sogar etwas verdienen. Da kam so dann der Punkt, wo ich dachte, so, okay, das wäre interessant, weil ich für mich so sagte, ich will eigentlich nie mit der Leidenschaft, das Ziel darf nie das Geld sein. Weil sonst bist du immer so, ah, kannst du da noch verdienen und bist nicht mehr mit den Gedanken Vollgas im
Leidenschaft, Passion. Ich will diese Mhm. Spielerin, diesen Spieler besser machen. Aber ich habe dann mehrere Anfragen bekommen und merkte dann, oh cool, das ist einfach Instagram momentan bei 15, 25-Jährigen, ist das ja, das läuft halt. Und durch das merkte ich, dass das eine gute Plattform ist, dass ich da Individualtrainings anbieten kann. Hatte dann mega viele Anfragen und merkte dann, ich war Trainer bei meinem Verein, war Assistenztrainer noch bei den Frauen von den Young Boys. Und plus hatte ich etwa so fünf, sechs oder vier, fünf Spieler, wo ich individuell trainiert habe. Und da merkte ich, Selbstregulation, auch heute bei uns Trainern, oh, es wird zu viel. Ich war nur am Training planen. Ich war im Training und überlegte mir schon die nächste Übung für die nächste Session bei den Frauen, bei den Jungs, bei Einzeltraining. Und da habe ich gemerkt, okay, reduzieren. Aber ich denke, dass zu deiner Frage abschließend, wäre das auch ein Punkt gewesen, so halt die Individualtrainings so ein bisschen zu promoten, in meiner Region, so das, ja, Ja, genau. geil. Cool. Und du hast da eine Seite oder geht das rein über Instagram, Facebook oder so? Also ich habe eigentlich Facebook, Insta und YouTube, aber ich habe eigentlich gemerkt, dass es YouTube läuft gar nicht. Und da habe ich so gedacht, ja komm, lassen wir das mal. Und Facebook ist auch so, ja, Insta läuft am besten und es ist Ja. auch für mich irgendwie am einfachsten zu posten. Es hat auch die Zielgruppe, wenn ich neue Ja. Spielerinnen oder Spieler so aktivieren will, wie arbeiten wir, ist es halt momentan die Zielgruppe oder ja, die Plattform Nummer eins, sage ich mal, für Ich mich. denke auch, ja. Ja, bei mir auch. Genau, also unbedingt, wenn jetzt jemand das verfolgt und ihr könnt ja mal ein paar Herzen rein, ein paar Likes da lassen, wenn ihr die Passion spürt. Also ich spüre die Leidenschaft bis hier nach Deutschland. Also richtig, richtig cool. Schön zu hören. Ja, sehr, sehr geil und freue mich sehr, dass wir da so ein paar Sachen nachgegangen sind. Ich habe jetzt am Ende von so Talks auch immer so fünf Sätze, die du schnell beantworten kannst. Du hast eben schon Okay. einen, ich glaube, einfach so beantwortet, aber ich sage trotzdem nochmal, Fußball ist. Die größte Leidenschaft, die ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte. Geil. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war. Oh Gott, schnelle Antwort. Schönstes Erlebnis war, boah, es gibt so viele, aber ich denke, das ist individuelle Sachen. Als ich irgendwie, zum Beispiel eine Geschichte mit meinem Captain, ich kenne den schon ewig, kurze Antwort, und da war ich mal im Spital, Knie gebrochen und alles, und da war ich bei ihm und alles und so. Diese Begegnung vielleicht mit ihm war sehr, sehr wertvoll. Aber gibt es noch tausend andere Geschichten? Erzähl ruhig, also er hat sich aus seinem Knie getan und du hast ihn besucht, oder wie war's? Nein, das war eigentlich, also der war, will nicht zu lang werden, aber der war, ich war A-Jugendtrainer und der war in der U15 und ich wollte den unbedingt zu mir zu holen in die Jugend. Der ist so auch im Regional und da war hier ziemlich ein gutes Talent. Und dann habe ich so seinen Vater angesprochen und wollte ihn holen. Und der sagt, nein, nein, der geht zu eBay, zu Young Boys oder Basel oder Thun oder was auch immer. Lustigerweise ging er dann nach Thun und ich wurde auch da im 2017 Assistenztrainer beim FC Thun in der U16 und dann Mhm. haben wir uns doch wieder gefunden. Und ich Geil. bin mit ihm immer 45, 50 Minuten nach Thun gefahren und dann haben uns eine riesen Symbiose hat sich da entwickelt. So, es war wie ein kleiner Bruder für mich. Und er war so immer so ein guter Spieler, aber so solid gut. Und dann nach der Wintervorbereitung war er wirklich brutal on fire. Er war wirklich, haben wir, der Haupttrainer hat es gesagt, ich, wir haben wirklich gesagt, wow, jetzt ist er am Durchstarten. Und wir haben das immer diskutiert zusammen und wir haben uns gegenseitig gehypt, hey, jetzt kommt deine Zeit, ba, ba, ba. Dann hat er einen Zweikampf und brach sich komplett die Kniescheibe. Oh. Kniescheibe weg. Und ich sah das so und ich sah auf das Knie und da war einfach nichts. Die eine Kniescheibe war links weg, rechts weg, da war nichts. Und er Oh. fragte mich so, Jesse, ist schlimm? Und ich sagte so, puh, was willst du sagen, psychologisch? Ich habe so gesagt, ja, es sieht jetzt nicht überragend aus, aber vielleicht ist die Kniescheibe einfach verrutscht, ich bin kein Arzt. Und dann gingen wir ins Spital, ich habe ihn dort begleitet und er war komplett am Boden zerstört, 15-jähriger Junge, wo richtig am Growen war in dieser Phase. Und dann kam der Arzt rein und sagte, ich denke, du wirst nie mehr Fußball spielen können.
Und er am Boden, was soll ich sagen? Ich merkte, ich bin eigentlich selten sprachlos. Aber ich sagte einfach, abwarten, 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 so. Und er war wirklich, wie gesagt, er war am Ende. Und dann hat er fast über 1,5 Jahre, konnte er immer mit Schmerzen, wenn er etwas gemacht hat, die im Nachwuchs sagten, immer trainiere auch in die Schmerzen rein. Ich habe immer gesagt, ich war da schon nicht mehr dabei, mach das nicht in die Schmerzen, das ist ein Signal, bla 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 bla. Und schlussendlich habe ich dann die Aktivmannschaft übernommen und er hatte genug davon Nachwuchs und kam dann zu mir in die Aktivmannschaft und so, er wurde dann mein Captain und er hat so wieder die Leidenschaft bekommen und das ist so eine Geschichte, das ist eine Geschichte, was man als Trainer erlebt und wir hatten, das ist so kurz erzählt, wir hatten so viele Emotionen zusammen und er ist irgendwie, ist 2001, ist irgendwie, weiß ich, 20 Jahre jünger als ich und es ist, fühlt sich einfach an wie Herz, Herz, so. Und das sind so viele Dinge, die man, das hat nichts mit Fußball zu tun. Ich sage immer wieder, Fußball ist so der Grund für die Entwicklung oder der Grund für die Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig entwickeln kann und wunderbare Momente zusammen erleben kann, die einfach einen prägen. Und genau diese Geschichte ist eine von x Geschichten, die ihn und mich extrem geprägt haben. Ja. Wow, Ja. absolut, richtig krass und ja, sprachlos, ey, Wahnsinn, richtig, richtig verrückt und ja, auf jeden Fall ein Erlebnis, glaube, was du jetzt versucht hast zu beschreiben, ist Genau. wahrscheinlich vom Gefühl her nochmal Genau. krasser. Viel krasser war, oder? Wenn man denkt, man kann nicht nie mehr Fußball spielen oder so und das mit irgendwie 15 und ja, das ist Krass, schon ja. heftig. Ja, danke fürs Teilen. Ich bin Fan von Ich bin Fan von Guardiola. mentale Stärke bedeutet für mich, Aus jeder Niederlage etwas Logisches daraus zu ziehen und besser werden zu wollen, du Lutsch. und letztes, Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Was nochmal? Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich hoffe, Fußball, ich beziehe es ein bisschen auf die Ausbildung. Ich hoffe, in der Ausbildung wird viel, viel mehr Wert auf die zwischenmenschliche Beziehung gelegt und viel mehr Wert auf die Selbstregulation der Spielerinnen und der Spieler. Yes, auf jeden Fall. Fußball mehr menschlicher, also menschlicher machen, ja. Sehr, sehr geil, Menschliche ja. und logische. Ey, richtig, richtig cool. So viele spannende Impulse. Nicht nur für Trainer, ich glaube, hier konnte auch jeder Fußballer, jede Fußballerin was mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr und Danke dir, ja, vielen bin Dank. gespannt, auch das weiter zu verfolgen. Ja, Ich bei dir auch. wir bleiben da in Kontakt. Vielleicht ergibt sich immer noch mal das eine oder andere. Ich arbeite ja auch mit Spielern aus der Schweiz zusammen, auch so Challenge League und Ja. will eh mal irgendwann besuchen kommen und mir Spiele anschauen kommen. Gibst du mir Deshalb, Bescheid? genau, dann sage ich mal Bescheid. Sehr Ansonsten dir einen cool, schönen wirklich. Abend und ja, vielen, vielen Dank. Danke, Mensch, ja. Grüße Mach's aus der gut. Schweiz. Tschüss. Grüße zurück, bis Bye bye. bald. Ciao, ciao. Ciao.